Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter mit unserem Abad. Wir sind mal wieder auf der Hebebühne. Und jetzt gucken wir uns mal an, was beim letzten Mal eigentlich alles so passiert ist. Weil eigentlich ist es ein Wunder, dass das Ding überhaupt noch so zusammen ist, sage ich immer wieder. Weil mittlerweile kriege ich auch so ein gutes Gefühl bei dem Motor, dass ich sage, dass der mit diesen 300 PS noch wirklich entspannt ist, weil gar kein Ölverbrauch, gar kein Öl außer Entlüftung, keine Geräusche. Und wenn ein Motor so konstant von der Temperatur bleibt, heißt Abgastemperatur, Ansaugtemperatur, nur 90 Grad Wasser, nur 110 Grad Öl, dann ist das ein Zeichen, dass der wirklich noch entspannt läuft. Also das ist schon mal alles gut. Jetzt kommen wir zu den nicht ganz so erfreulichen Sachen. Wenn du hier so reinfilmst, ne, von hinten am besten hier, sehen wir das Übel, was sich schon angekündigt hatte. Und es ist tatsächlich auf beiden Seiten die Manschette einfach abgerissen. Also die Schelle ist noch drauf, hier ist die Manschette, da ist er einfach weg. Hier ist zum Glück noch ein ganz bisschen Fett drin. Also das heißt, die Seite wird noch vielleicht rettbar sein. Und hier auf der Seite noch viel, viel schlimmer. Genau, und hier, das ist die, die ich schon durch die Felge gesehen hatte. Da ist er auch komplett weg hier, auch abgerissen. Und da sieht man schon drin, wie sowohl das Fett verbrannt ist, als auch das Gelenk trocken ist. Weil das geht dann so schnell, da kann man leider nichts machen. So, das ist ein Punkt, wo ich auch leider schon weiß, das wird noch ein größeres Problem. Das wird uns auch länger begleiten. Ich habe auch noch keine Lösung für. Wir werden es jetzt einfach erstmal zerlegen, weil das hatte ich vorher schon. Leidiges Thema Antriebswellen, weil jetzt kommt noch dazu, das Außengelenk gibt es leider nicht einzeln. Man kann bei Fiat, wenn dann, nur die ganze Welle kaufen und im Zubehör gibt es das Außengelenk auch nicht. Und das Außengelenk auf der Seite brauchen wir definitiv nicht mehr einbauen. So, dann kommt der Punkt dazu, dass ich ja noch sagte, wie krass das auf der Rennstrecke ist, wie sich das alles luftvibriert. Und Flo, wackel mal einmal matt. Wir haben wirklich, ich glaube hier, von hier sieht man am besten. Man hört es aber auf jeden Fall durch. Wir haben wirklich jede Schraube an dem Auto nochmal angezogen, nochmal kontrolliert. Und wenn nach, okay, wir sind, das darf man einfach nicht vergessen, wir sind immerhin 50 Runden gefahren, also sind schon viel gefahren, aber dass das so los schon wieder ist, das ist halt krass. Ja, das ist aber noch krasser. Noch krasser fast, ne? Ja, weil unten sich das mitbewegt. Jetzt ist die Frage, was da passiert ist. Also das Gute an der Sache ist, dass ich jetzt ein bisschen mehr Vertrauen habe, dass nicht sofort was abreißt, sondern sich solche Schäden schon immer ankündigen. Aber keine Ahnung, weil es können sich ja nicht alle 6 Schrauben lösen. Ja, also haben sie scheinbar. Weiß ich nicht, wir müssen es jetzt mal zerlegen und gucken, ob die Schrauben sich gelenkt haben oder wie auch immer. Aber wir haben das ja schon ordentlich festgeknallt, ne? Ja, also alles nochmal angeknallt, sodass eher gefühlt Abriss war als, ne? Jetzt kommen wir mal zum Thema Reifen. Also hier müssen wir erstmal alles zerlegen, angucken und wieder instand setzen. Gucken wir uns das vordere Reifenbild mal an. Das sieht eigentlich schon mal gar nicht so schlecht aus. Die sind auf jeden Fall über die ganze Fläche gefahren. Tendenziell kann man hier sehen, sie sind außen besser abgefahren als innen. Weil innen haben wir tatsächlich wieder noch ein bisschen Gummi drauf. Was tatsächlich heißt, selbst in Oschersleben haben wir zu wenig Sturz. Weil wenn der Reifen mehr auf der Außenkante fährt, heißt das, dass er eigentlich noch schräger stehen muss, damit er dann wieder auf der ganzen Kante fährt. So, das ist auf beiden Seiten gleichmäßig. Das heißt, mein Wunsch wäre jetzt als nächstes doch vorne noch mehr Sturz machen. Wir sind jetzt allerdings auch nur knappe 3 Grad gefahren. War noch nicht so viel. Noch mehr Sturz ist allerdings ein Punkt. Der geht nicht so einfach. Oben am Federbein nicht mehr so viel Platz ist. Sowohl zum Federbein als auch darüber zum Reifen. Jetzt war eigentlich meine Theorie. Besten Kumpel Selim natürlich angerufen. Hab ihm gesagt, ey, du hier, schick mal andere Feder. Weil, das ist das Coole, dieses H&R Rennsportfedersystem heißt wirklich, das sind Universellfedern, die man jederzeit ändern kann. 120 ist in dem Moment die Länge, 60 der Durchmesser, 100 die Federrate. Das heißt, jetzt 120 zu 140 heißt einfach, dass es 20 mm länger ist, bei gleicher Federrate. Hier ist jetzt gerade eine 120er Feder drin. Die Federrate sagt immer nur bedingt was aus, weil natürlich jede Achse eine andere Übersetzung hat. Übersetzung heißt verschiedene Hebel, Anlenkpunkte und so weiter. Aber mir persönlich kam es so vor, dass die vorne definitiv zu hart ist. Liegt doch einfach daran, als wir das Fahrwerk bei H&R damals eingebaut und gemacht haben, war das Auto vorne locker 100 Kilo schwerer in dem Dreh. Wir fahren mit dem Auto auch wieder zu H&R. Das Ding kriegt da quasi nochmal die finale Abstimmung fahrwerkseitig. Aber jetzt erstmal zum Testen habe ich mir gewünscht, beziehungsweise mit Selim besprochen, wir machen die Feder einen Tucken kürzer und ein bisschen weicher, statt 120, 100. Dadurch wandert bei gleicher Autohöhe der Federteller hoch und wir kriegen an der Stelle ein bisschen mehr Platz, um ein bisschen mehr Sturz zu machen. So ist grob der Plan.
Immerhin haben wir den hier nicht gebraucht. Genau, die unsere geil ausgeflexte Hütte da vorne in der Stange, die schon mal haben wir, viel wert. Haben wir bisher nicht gebraucht. Plan war, den Federteller so hoch zu kriegen, dass er über dem Rad steht, dass wir das Rad reinkippen können. Ich habe da jetzt allerdings gesehen, wir haben auch ganz schön wenig Platz zum Federbein schon. Ja. So, das heißt, ich glaube, wenn wir in Richtung 3,5, 4 Grad Sturz wollen, müssen wir leider doch mehr Distanzscheibe draufstecken. 5 mm noch oder so, ne? Würde ich sagen. Rad raus, wenn wir es dann einkippen, dass da wieder Platz ist. Ja, beziehungsweise eine große Platte dann, ne? Wir hatten hinten diese Platten drin. Diese Platten kommen einfach hinten. Die kommen einfach zwischen Achse und Achsstummel. Weil man kann an dieser Starrachse hinten rein gar nichts einstellen. Die ist einfach so fest, wie sie ist. Und mit dieser Platte kann man halt einmal einen Sturz machen. Die Platte ist oben dünner als unten. Und zusätzlich hatten wir, wie man sieht, gefräst, dass die Spur sich verändert. So, bei dieser Platte hatten wir ein bisschen Sturz gemacht und ein bisschen die Spur auf. Gab es ein altes Video zu. Jetzt machen wir Folgendes. Wir machen die Platten hier von DNA rein. Die sind auch aus Alu. Die machen nur Sturz, aber deutlich mehr Sturz. Sieht man auch, wenn man drauf guckt. So, das heißt, unser Plan jetzt fürs nächste Mal fahren ist hinten mehr Sturz. Wir waren jetzt bei 1,5 Grad, würden aber lieber in Richtung 2,5, knapp 3 und die Spur wieder weiter zu, so, wie es original ist. Nicht, weil es mit einer leicht offenen Spur nicht fahrbar war, sondern wir haben das Problem, die hinteren Reifen, die kriegt man einfach nicht warm, wie viele schon vermutet haben. Wenn du die Reifen nicht warm kriegst, kommt da haufenweise Gummi drauf. Und man hat nur Probleme. Damit wir diese ganzen Probleme erstmal außen vor lassen können, das Auto einfach nur stabil fährt, lassen wir die Spur erstmal wie original, machen dafür ein bisschen Sturz rein und können einfach mal fahren, fahren, fahren. So, das heißt mit Glück 3 Grad hinten, das heißt wir haben wieder mehr Luft. Jetzt wollen wir mal gerne Folgendes machen. Wir haben im Sortiment, eigentlich fürs Motorrad, so geile Heizdecken. Endlich kommen sie mal zum Einsatz, weil es geht tatsächlich. Ich zeige euch mal die hinteren Reifen, was das Problem ist. Jetzt gerade sind sie nämlich noch schön warm. So. Die Fliegen finden das auch geil hier. Ja, ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Wahrscheinlich, weil es schön warm ist. Ne? Hoch hier, ne? So, diese Heizdecken können tatsächlich 110 Grad. Boah. Und es ist auch echt so, dass man sie schon... Oh, kannst du schon fast nicht mehr anfassen. Also, wenn du so... Junge. Wenn du so losfährst, ist da vorbei. Guckt euch mal bitte diesen Reifen an. Die waren jetzt hinten drauf. Also, da braucht man wirklich nicht viel Ahnung von, dass man sofort sieht, normalerweise würdet ihr hier drauf gucken und würdet sagen, das muss ja die Innenseite sein hier. Mit Sturz fahren wir die Innenseite schön sauber. Nee, das ist die Außenseite. Das heißt, obwohl das Rad schon so ein bisschen so Sturz hat, haben wir es nicht geschafft, die Innenseite sauber zu fahren. Weil halt einfach Frontantrieb heißt, die einzige Kraft, die hinten auf der Innenseite ist, ist ein bisschen beim Bremsen. Jetzt haben wir noch nicht mal ein ABS, das heißt viel Bremse da hinten. Oh, ich kann noch nicht mal festhalten. Das Ding mit 100 Grad. Die Handschuhe geben. Kann noch nicht mal, also wir haben es noch nicht mal geschafft, in 50 Runden Oschersleben, ohne durch den Dreck zu fahren. Also es war wirklich Ideallinie gefahren, immer rein, raus, der Reifen bleibt so. Wir kriegen es nicht hin, die Scheiße hinten vom Reifen runterzufahren. Außen wiederum ist die Pelle sauber. Das heißt, beim um eine Kurve fahren, fährt der definitiv aus dieser äußeren Kante. Das ist definitiv ein Zeichen dafür, dass wir auf jeden Fall mehr Sturz brauchen, auch hinten. Dass der Reifen, also jetzt gerade sind wir so gefahren, trotzdem fährt er außen. Das heißt, wir müssen ihn noch mehr so stellen, dass er halt auf der ganzen Fläche fährt. Aber selbst dann sage ich, kriegen wir das hier nicht runter. Deswegen haben wir jetzt die Heizdecken mal rausgeholt. Wenn wir jetzt eigentlich nur auf diesem Gummi fahren, dass das natürlich von dem Reifenhersteller nicht so gewollt ist. Ja. Der will natürlich, dass du auf dem eigentlichen Gummi fährst und nicht auf dem Michelin, Hankook und was weiß ich, was hier alles auf der Strecke rumlag. Vor allen Dingen fährt das ja auch dann wie ein Haufen Scheiße. Ne? So, ne? Ja, also es fährt erstaunlich besser, als man eigentlich denkt, aber so kommen wir natürlich nicht ans Ziel. Ne? So, das heißt, wir machen jetzt die Reifen einmal richtig sauber. Hinten mehr Sturz, Spur zu deswegen, dass A, die Hinterachse immer schön sauber fährt und dadurch, dass halt beide Räder die ganze Zeit gegeneinander fahren, kriegen wir definitiv mehr Temperatur in den Reifen rein. Das heißt, Plan für dieses Video ist, hinteren Reifen sauber machen, vorne brauchen wir nicht, da kriegen wir die sauber gefahren. Kürzere Feder. Ja, 100 Grad kann schon was, ne? 100 Grad ist schon wirklich eine Hausnummer, also. Räder sauber machen, dann am Ende, also wenn wir gleich wieder alles zusammen haben, einmal, ich weiß wirklich nicht, warum wir es bisher nicht gemacht haben, ich habe eine eigene Radlastenwaage, aber wir haben die Radlast noch gar nicht eingestellt, weil es einfach gar nicht wichtig war für mich. Bisher ging es wirklich nur darum, wie Motor, Getriebe und so weiter funktioniert. Das heißt, wenn gleich wieder alles zusammen ist, machen wir noch einmal Radlast, gucken wir mal, wie weit wir das Auto verdrehen können und dann geht es zum Bilzer Werk ein bisschen knallen. Aber erstmal schruppen wir jetzt schön die Felgen sauber hier. Reifen, sorry. Wir haben jetzt mal hier die Pelle ein bisschen glatt gemacht.
Und da sieht man mal tatsächlich, also A, wie viel hier runtergeht. Und was ich auch krass finde, was man auch gut sieht, das wird so glatt hier, dass der Reifen hier drunter eigentlich noch nicht mal richtig angefahren ist. Also man sieht hier nach außen hin, wie es ein bisschen rauer wird. Da ist der Reifen angefahren, aber wir sind wirklich gar nicht auf dem Reifen gefahren, sondern nur auf dem Gummi. Ist natürlich geil, hast du keinen Reifenverschleiß, aber ist halt absolut nicht Sinn und Zweck der Sache. Deswegen, das muss definitiv alles runter. Also, wir haben jetzt hier einen höchst professionellen Versuchsaufbau, weil es geht ja jetzt darum Radlasten. Radlasten heißt, wir wollen gucken, wie das Auto steht, passend zum Gewicht. Können wir über das Gewindefahrwerk einstellen. Logischerweise drehen wir das Gewinde hoch, kommt das Auto höher in dem Moment, das heißt, es wird schwerer an der Stelle. Das Ganze macht natürlich wenig Sinn, wenn das Auto komplett krumm und schief steht. Und ich sag euch, selbst wenn ihr denkt, der Boden ist gerade, jeder, der mal so eine 2 Meter Wasserwaage hatte, sieht sofort, wie krumm und schief so ein Boden ist, selbst wenn er schön ausgeglichen ist und so weiter. Deswegen, kurzerhand, heute was überlegt. Haben wir nämlich bei JP in dem Manta-Video gesehen. Gar nicht so eine dumme Idee. Kurz einen Laser ausgepackt. Dieser Laser nivelliert sich selber so ein paar Grad. Also selbst wenn ich jetzt hier so mache oder verstelle, dann blinkt das. Und dann am Ende haben wir diese schöne Kante hier. So, und jetzt haben wir einfach aus unseren Messetraversen kurzerhand einen Aufbau gemacht. Die habe ich nämlich tatsächlich. Wenn wir irgendwo auf einem Event mal was aufbauen und der Boden da auch krumm und schief ist, dann haben wir diese verstellbaren Füße und Boden. Und damit können wir jetzt genau einfach das auf die Kante hier einstellen, passend zum Laser. Alle vier gleich logischerweise. Da wird es jetzt auch nicht auf einen halben Millimeter drauf ankommen, weil so genau kriegen wir es am Ende eh nicht eingestellt. Aber ich sage so, wenn man genau an die Oberkante geht, haben wir es bestmöglich eingestellt. Da jetzt die Waage drauf, jetzt das Auto runterlassen und das Ding wird schon ganz gut gerade stehen. Das machen wir jetzt als erstes und gucken mal, was bei rauskommt. Und dann fangen wir mal an rumzudrehen, weil ich bin selber gespannt, wie groß oder wie wenig der Effekt beim Rumdrehen ist. Theoretisch muss man sich jetzt natürlich reinsetzen, ist jetzt erstmal egal. Wir wollen einfach nur mal gucken, was passiert. Lassen wir mal runter, ne? Ja, fahren wir runter. Wir sehen auf jeden Fall jetzt schon wieder, wie geil der Sturz hinten jetzt drin steht. Also hinten sind jetzt halt die Platten mit knapp 3 Grad, das sieht man auf jeden Fall auch gleich. Können schon wieder fast noch eine Distanzscheibe vertragen, der Gute. Ja, ne? Ein bisschen raus könnt ihr. So, also wir haben immer noch... Guck, 5 Liter Sprit weniger, 6 Liter, 959 Kilogramm. So wie er steht, fahrfertig. Ganz wichtig ist dieses Crossgewicht. Crossgewicht heißt quasi über X, wie das Gewicht ist. Wir haben jetzt vorne 331, 305. Natürlich wissen wir, werden wieder einige schreiben, es muss ein Fahrer drin sitzen, keine Frage. Das, was wir jetzt hier gerade machen, ist auch erstmal nur, um selber was zu lernen und euch das zu zeigen. Wir machen das Ganze gleich natürlich noch mit Fahrer drin. Das heißt, das Auto ist vorne links 26 Kilo schwerer als vorne rechts. Das heißt, wir wollen jetzt versuchen, von links 26 Kilo nach rechts zu kriegen. Das wiederum heißt, wir müssten von vorne links nach vorne rechts kriegen. Das heißt, das Auto muss vorne rechts höher, damit er da schwerer wird. Theoretisch, wenn er vorne rechts schwerer wird, muss er hinten links auch schwerer werden. Was theoretisch genau richtig ist, weil wir da 152 haben. Das heißt, lass uns mal eine Sache schnell machen, einfach nur für uns. Lass uns mal einmal gucken, wie er jetzt gerade von der Höhe her steht. Ich bin halt leider so ein Optikfetischist, das war mir auch vorher wegen Messe und so weiter wichtiger als Radlast. Ich kann es eigentlich nicht ab, wenn so ein Auto krumm und schief steht, optisch. Ja, okay, aber wir sind immerhin schon mal auf der richtigen Richtung, weil der hier ist ein Zenti locker hinten höher. Ja. Vom Gefühl her muss ein Abarth hinten auch tatsächlich leider tief drin stehen. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir ihn vorne hoch, hinten runter drehen. Das wäre ja eigentlich optimal, ne? Ja. So, aber als allererstes, das heißt, wir machen Folge und fahren ihn wieder hoch. Und drehen jetzt das Rad hier einen Zenti hoch. Würde ich sagen, ne? Hochdrehen, Alter. Eigentlich macht man das hier in der Halle gar nicht, ne? Eigentlich geht es nur rechts rum. Witzig ist aber, das zeigt übrigens gerade den Zentimeter, den er jetzt vorne tiefer ist, der ist durch die weichere Feder. Weil logischerweise eine weichere Feder sackt das Auto mehr ein. Mhm. Ich würde mal tippen, dass wir jetzt hier gleich einen Zenti... Und eine Lampe bräuchte ich auch nochmal. Können jetzt ja auch mal übertrieben ein bisschen mehr machen. Siehst du da irgendwas? Ja, das sind 1,5 ungefähr. Ja, passt. Passt. Ja. Und siehe da, es hat sich tatsächlich was getan.
Linke Seite 8 Kilo weniger. Die 8 Kilo sind rechts drauf gekommen. Aber 8 Kilo für 1,5 Zentimeter, ne? Ist schon brutal, ne? Also dann steht der hinterher ja wirklich. Ich hatte immer die Vision, ein Frontantriebauto hinten hochzudrehen, dass das ganze Gewicht vorne ist. Mhm. Dann haben wir hammerhart hinten einfach eine Europalette runtergepackt. Es waren 20 Kilo oder so, die das Auto vielleicht vorne schwerer war, ne? Aber das Ergebnis für 1,5 Umdrehungen ist trotzdem krass. Weil guck mal, wenn du jetzt siehst, wie bei den 1,5 Umdrehungen, wenn wir ihn jetzt da vorne einfach ein bisschen runterdrehen würden, haben wir zack hinten genau das Richtige. Und vorne auch das Richtige. Mhm. So, also das geht schon. Jetzt ist halt die Frage, wo stehen wir jetzt hier? Eben hatten wir 63. Ja, 63,5 oder so. 69. Also wir sind tatsächlich sogar nur 6-7 mm hochgekommen. Mhm. Also daran sieht man dann aber doch, dass man scheinbar das Auto gegen das Gewicht langsam vorspannt, übertrieben gesagt. Ne? Achso, wenn man es ganz genau nehmen würde, müsste man, glaube ich, die Stabis jetzt gerade auch aushängen. Fällt mir dabei ein. Ja, stimmt, weil die da noch... Die werden jetzt mit Sicherheit so ein bisschen kippen und so weiter. Ne? Aber wie gesagt, das ist erstmal hier zum Reinkommen. 69, hier haben wir. Hier haben wir immer noch die 63. Ja, ist halt so, ne? Ja, dann würde ich ihn aber doch nicht auf der anderen Seite runterdrehen, sondern wir drehen ihn tatsächlich hier noch weiter hoch. Witzig ist, wenn wir jetzt gleich wirklich mit einem Federbein das ganze Auto eingestellt hat, würde es das natürlich keiner glauben. Was? Aber es ist tatsächlich so, 3,19, 3,16, passt schon fast. Wir müssten noch ein bisschen höher, aber es ist tatsächlich so, dass er hier immer weiter kommt. Also ja. Man drückt wirklich das Gewicht hinten rein. Was jetzt theoretisch gar nicht so schlecht ist, weil wir ja logischerweise immer mehr Gewicht hinten dann kriegen. Wenn wir ihn jetzt aber hinten rechts noch runterdrehen ein Stück. Das ist jetzt nämlich genau der Punkt. Dann müssten wir ja genau da hinkommen, wo wir hin wollen. Ne? Das ist ja auch eigentlich das, was wir wollen. Weil wir wollten ja eigentlich das Auto hinten ja runter haben. Ne? Genau. Das heißt hinten rechts runter. Lass aber mal. Ja. Deswegen kontert man die Teller nie vor. Lass mal runter, ja? Ja, weil wenn du jetzt da jeden Ring wieder lösen müsstest. Ja, klar. Ach, krass. Okay, hier, jetzt wird's interessant. Jetzt haben wir auf einmal 172 hinten. Also, oder haben wir jetzt verkehrt rum? Nein, war schon richtig, aber es hat richtig was gebracht. Also es tut sich hinten mehr als vorne, in dem Fall. Das heißt, wir müssen eigentlich doch tatsächlich sogar anfangen. Und wir drehen jetzt mal hammerhart beide Seiten hinten runter. Wie viel Gewicht wir doch da rauskriegen. Guck mal, jetzt gerade sind wir bei 33,8%. Ich sage, da kriegen wir doch ein bisschen was nach hinten. Wir haben ja oben im Radhaus Platz ohne Ende. Ja, da ist halt immer so viel Gewinde zum Runterdrehen. Ne? Oh. Wir sind jetzt auf 33,9 hinten von 33,8. Mhm. Dafür, dass wir einen Zentimeter runtergedreht haben. Also da müsste ich ihn jetzt massiv vorne hochdrehen. Genau. Dann sieht das Ding halt irgendwann so aus. Ne? Okay. Zusammenfassend haben wir gelernt, da wo man es hochdreht, wird es über Kreuz schwerer. Man muss leider auf die Optik ein bisschen verzichten. Das Ganze war jetzt eine Spielerei. Jetzt muss ich mich reinsetzen, dann gucken wir nochmal drauf und dann müsst ihr immer passend einstellen. Genau. Jawohl, eigentlich bin ich noch gelenkig. Vorne 30 Differenz, hinten 25. Aber was schon mal gut ist, mit unserer... Wenn ich drin sitze, haben wir mehr Gewicht hinten, weil ich so weit hinten sitze. Ja, dann ist auch die Sitzposition eigentlich gar nicht mal. Genau, noch weiter nach hinten können wir nicht und der Bügel steht ja auch schon eigentlich hinter der Säule. Wir wollen ihn ja tendenziell eher vorne hochdrehen, ist ja so. Das heißt, wir müssen ihn leider vorne rechts noch weiter hochdrehen. Ja, dann mache ich das doch mal. Oder du drehst mal links ein bisschen runter. Können wir auch probieren, ja. Beides. Also mach einfach mal rechts noch mal ein bisschen hoch und links ein bisschen runter. Ja. So, also wir stellen jetzt ein bisschen rum und dann zeigen wir euch gleich das Ergebnis. Ja, also folgendes. Wir werden es nicht hinbekommen, dass alle vier perfekt sind. Stellen wir vorne die Vorderachse gleich ein, haben wir hinten zu viel Differenz. Jetzt ist es allerdings auch so beim Vermessen, dass das auch gar nicht wichtig ist, sondern wie man auch schon hier sieht, an der ersten Stelle ist das sogenannte Crossgewicht. Das Crossgewicht gibt quasi das Verhältnis von Überkreuz, vorne links, hinten rechts, zu links und rechts an. Quasi den Schwerpunkt in der Mitte. Und jetzt haben wir es so, genau 50%, das heißt vorne links, hinten rechts wiegt das gleiche wie vorne rechts, hinten links. Das heißt, man hat es immerhin so, dass der Schwerpunkt genau in der Mitte des Autos wandert, was man haben will. Idealerweise wäre es jetzt natürlich so, dass links und rechts nicht 52,5 und 47,5 sind, sondern 50,50 kriegen wir definitiv nicht hin, weil dann die Hinterachse zu unterschiedlich wird. Das heißt, wir haben uns jetzt dazu entschlossen, es erstmal auf Cross genau 50% einzustellen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob das so richtig war. Ich denke, fürs Erste sind wir jetzt auf jeden Fall so gut ausgerüstet. Und jetzt gucken wir mal, was sich in Sachen Sturz getan hat.
einiges. Genau, 50-0. Also jetzt können wir bei 50-0 immerhin sagen, dass es so überkreuzt das Gleiche ist. Das heißt, das Auto fährt schon ziemlich in der Mitte. Also ich glaube definitiv, dass wir so besser fahren, als jetzt eine Achse anzupassen und dafür hinten eine Differenz zu haben. Hat, glaube ich, nämlich dann auch was, bin ich einfach kein Fahrwerksingenieur, hat auch ein bisschen was mit dynamischer Lastverteilung am Ende zu tun. Ne? Was bringt es mir, wenn die Achse da gleich ist, aber als X alles verschoben ist? Und du dann um eine Kurve fährst und das ganze Gewicht zur einen oder anderen Seite wandert. Genau, ne? Oder alles nach vorne beim Bremsen so. Oder so. Und ne? So ist es halt schön ausgeglichen, mit mir schon drin. Tank ist dreiviertel voll, ne? Genau, 24 Liter. Passt alles. Jetzt gucken wir nochmal einmal Sturz. So, wir nehmen unsere Sturzwaage, kann ich übrigens sehr empfehlen. Gibt es, glaube ich, bei Sandler, Isa und so weiter. Für das, was wir machen, einfach perfekt für so eine kleine Kontrollmessung. Und es ist tatsächlich so, jedes Mal, wenn wir dann beim Vermessen sind, passt es sogar auch. Ganz wichtig ist halt immer, wenn man vernünftig damit arbeiten will, einmal da hinstellen. Jetzt weiß er, die Fläche ist genau 0. Das heißt, unser Bezugsmaß gleich passt. Flo, einmal nur runterlassen. Ja. Das wäre ein Traum. Warte, ich mache einen Traum. Besser ist das. So, dann darf man leider nicht ganz so zimperlich immer mit den Felgen sein. Dann haben wir hier noch eine kleine Wasserwaage. Damit können wir das Ganze noch genau einstellen. Und siehe da, 2,7 Grad Sturz hinten. Und das passt auch genau zu der letzten Messung, die wir mit den Platten gemacht haben. War irgendwas 2 Grad und 50 Minuten oder so, ne? So. Jetzt nochmal einmal wieder hoch. Wenn man es perfekt machen will, ruhig jedes Mal. Jetzt werden wir auch sehen, ob er auf 0 geht. Ja, 0,1. Also selbst wenn wir es jetzt nicht genullt hätten, wäre es jetzt nicht so krass gewesen. Dann kann es wieder runter. Lassen wir so. Also zur Erklärung, wir haben jetzt Folgendes gemacht. Wir haben 15er Platten draufgepackt, weil die 15er Platten gehen noch genau mit den Stehbolzen und haben eine Zentrierung, dass nichts wackeln kann. Dann haben wir so viel Platz mit der kürzeren Feder zum Stoßdämpfer gewonnen, dass wir das Rad bis Maximum jetzt reingeklappt haben. Und jetzt können wir das Ganze unten am Traggelenk nämlich einfach wieder reindrehen und den Sturz einstellen. Relativ entspannt. Bevor wir das machen, lass uns nochmal einmal rechte Seite gucken, ja, wo wir da stehen. Ist, ne? Boah, bei 6 Grad wäre ganz schön heavy, ne? 6-0. Würde mich ja fast reizen, mit 6 mal zu fahren, aber ich glaube, das können wir den Antriebswellen, die jetzt wieder schön frisch sind, da drin nicht antun. Ne? Ja, 6 Grad ist schon deftig, ne? Vor allen Dingen, es wird geradeaus halt gar nicht fahren, ne? So, wir haben mal kurz das Auto vermessen. War eine wilde Nummer. Aber hat Spaß gemacht. Wir haben auf jeden Fall ganz viel gelernt. Jetzt nur noch, wir haben tatsächlich gerade mit einer Holzlatte die Spur eingestellt. Ich werde euch berichten, wie das Ganze fährt, sonst werden wir auf dem Bilzerberg bei Classic und Speed nochmal kurz eine Achsvermessung buchen. Aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass das Ganze nicht schlecht wird. So, jetzt kontrollieren wir noch einmal Sturz. Wir wollten so in Richtung 4 Grad. Siehste? 4,0, andere Seite 3,8, weil Bilzerberg mehr Linkskurven, deswegen sagt man rechts ein bisschen mehr. Eigentlich braucht das Auto noch mehr, aber wir wollen erstmal gucken, wie es so fährt. Wollen die neuen Antriebswellen nicht gleich wieder komplett den Rest geben, weil je weiter das Rad abknickt, je schräger läuft die Antriebswelle. Deswegen, ja, jetzt geht's wieder auf Rennstrecke. Mal gucken, was geht. Alter!